Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Und heute möchte ich euch eine AFK Fischfarm vorstellen. Und zwar die habe ich auch im Mini-Gravitech gebaut. Und diese Fischfarm werde ich nun ein Tutorial machen. Und mit dieser Farm könnt ihr euch einfach hinstellen und AFK Fische fangen. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Als erstes hier geht es mal ein bisschen mehr Seeluft hier so, ein paar Blöcke machen. Hier so bis da. Ja. So, ich glaube, das ist richtig korrekt. Sehr gut. Dann war da noch ein Block hin und da. So. Dass das so aussieht. Kommen da nun eine Stair hin. Und da kommen jetzt drei Blöcke dran. Also 1, 2, 3. So. Dann entfernt ihr diesen Block hier und diesen Block. Da setzt ihr einen Redstone dran und eine Redstone Torch. Und jetzt könnt ihr die Eisenfalltür hier nehmen. Mit Stift dran platzieren, so, dass dann so aussieht. Und jetzt können wir schon hier die anderen Items holen. Da können wir so irgendwas tun. Das kann weg und das kann auch weg. So. Können wir das Wasser hier rein tun. So. Machen wir nochmal so eins hier. So. Jetzt einfach nur das Tripwire Hook da dran. Und hier auch in die andere Seite. Und das verbinden wir jetzt ein mit einem String. So. Ihr seht, die Falltür geht auf. Und an diesem könnt ihr jetzt nochmal einen anderen Block dran setzen und nochmal ein. Und hier kommt von der Source Center halt drauf. Dann mache ich erstmal hier so 1, 2, 3 Blöcke in den Boden. Beziehungsweise wenn ihr jetzt einen Block Körper braucht, dann kann ich so ein Loch machen. Sondern ihr könnt das dann auch direkt auf dem Boden machen. Aber ich habe das jetzt ein bisschen zu tief gemacht, ein Block zu tief. Also ihr könnt das natürlich auch einen Block höher machen. Dann habt ihr es nicht im Boden drin, aber ich habe jetzt im Boden. Ansonsten könnt ihr das auch so machen und dann. Ja, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also im Boden damit. Dann kommt der Hopper da dran, der da reinführt, und jetzt machen wir noch ein Source hin dran. So. Und eigentlich ist die Farm schon eins bereit. Eigentlich könnt ihr jetzt schon hingehen und Items angeln. Also eigentlich ist sie ja schon fertig. Sie ist fertig. Ich habe hier schon mal eine Fishing Rod geholt mit Lark of the Sea, 3, Lure Dry, Dry. Lark of the Sea ist ja, damit man ihr bessere Schätze angeln könnt, wie zum Beispiel verzauberte Bögen und alles. Lure ist ja dafür da, dass es schneller geht, besser Fisch anbeißt. Und Bändige könnt ihr vielleicht alle. Dass der Angel niemals kaputt geht, da die Fishing Rod teilt sich dann. Also die Hypergrid fülle ich automatisch wieder auf, wenn ihr Experience einsammelt. Und also wird die Angel niemals kaputt. Ihr könnt euch jetzt nun hier hinstellen auf den South Stand. Nach oben drücken, nach oben gucken. Und wie man das jetzt AFK macht, ist ganz einfach. Ihr geht zu den Controls hier hin. Und setzt dieses Use Item. Zum Beispiel auf Enter. Auf dieses Enter, auf die Enter-Taste macht jetzt ein Gewicht, wie zum Beispiel euer Handy oder so. Oder keine Ahnung, irgendwie so ein, keine Ahnung, eine Wasserflasche oder keine Ahnung. Irgendwie so ein Gewicht halten, damit die Taste ganz gedrückt bleibt. Und dann könnt ihr einfach jetzt auf Enter zum Beispiel drücken. Und, könnt jetzt hingehen. Und wenn das dann so ist, dann könnt ihr jetzt einfach jetzt, wenn einfach Gewicht auf eurer Taste ist, dann könnt ihr die ganze Zeit jetzt zum, also könnt ihr zum Beispiel zum Abendessen oder sowas gehen oder zum Mittagessen. Und die Farm läuft durch und jetzt werden ganz viele Fische geangelt. Zum Beispiel jetzt gerade habt ihr gesehen. Die Items werden geangelt. Also jetzt habe ich einen Fisch bekommen. Damit das hier alles schön automatisch in das Dingens eingesammelt wird, in die Dingens, in die Kiste, müsst ihr einfach ganz einfach hier auffüllen. Also nehme ich mal so einen Stack Fische und mach das so. Ja. Und dann wird das jetzt durch den Source Center, fällt das in den Richter, rein. Und das geht dann automatisch in die Kiste. Und ihr könnt einfach jetzt hinstellen, Gewicht auf die Taste stellen und jetzt könnt ihr schön angeln. Und dann kommen hier eigentlich richtig schöne Items raus. Verzauberte Bücher. Verzauberte Bögen. Jetzt habe ich hier wieder einen Fisch bekommen. Ist eine Glückssache. Mal gucken, was ich bekomme. Ah, das ist ein Fisch. Einen Fisch habe ich bekommen. Nochmal so. Was ihr natürlich noch machen könnt, wenn ihr einen Creative Mode oder sowas habt oder OP-Rechte, könnt ihr zum Beispiel noch einen Effekt machen, und zwar Minecraft oder Luck. Zum Beispiel für 300 Sekunden. Und auf Stufe 100. Dann habt ihr den Luck-Effekt, und wenn ihr nun angelt, dann bekommt ihr eigentlich nur Schätze. Ja. Ich kann kurz mal demonstrieren, also ihr bekommt jetzt wirklich nur ganz coolen Stuff. Und ich werde mal gucken, was wir bekommen haben. Ah, ich glaube. Ah, ich glaube nicht, dass. Ist das was reingekommen? Oh, Leute. Mal gucken. Ich hoffe, da fällt vielleicht was Cooles rein.
Finde ich auf jeden Fall ganz cool. Da habe ich, glaube ich, irgendwas bekommen. Ah, wo ist das? Ah, wo ist es? Ist dir gerade irgendwas reingefallen? Ah ja. Auf jeden Fall können wir jetzt hier rumstehen und jetzt die Farm betreiben. Bei Regen, glaube ich, und wenn es Nacht ist, dann ist sowieso die Wahrscheinlichkeit noch ein bisschen höher, dass ihr was Cooles angelt. Und also das, also bei Nacht ist das die Wahrscheinlichkeit höher, dass was anbeißt. Und ich glaube bei Regen sogar ein bisschen noch höher. Also bei Regen und bei Nacht. Dann könnt ihr richtig die Farm richtig gut nutzen. Und ja, dann will ich mal gucken, was Cooles noch bekomme. Was Cooles? Ich bekomme irgendwas was da. Ach so, ja, stimmt. Ja. Ich bin Creative Mod. So, mal gucken, jetzt soll ich irgendwas Cooles bekommen. Inventar, wenn das Inventar voll ist, dann sammelt das Creative Inventar trotzdem was auf. Das war ein bisschen doof jetzt. Aber im Survival Mode, da könnt ihr die Farm richtig gut nutzen. Mal gucken, vielleicht kommt in dieses Video vielleicht noch was Cooles jetzt. Bottom verzaubertes Buch oder so. So, was habe ich jetzt bekommen? So schön Lily Pad, das ist auch cool. Mal gucken. Survival Mode, wenn das Metall dann voll ist, dann können wir das alles in die Kiste gelagert. Zum Beispiel, guck mal, jetzt habe ich Unbreaking 3 und Power 4 Bogen bekommen. Das ist nicht schlecht, oder? Das ist wirklich nicht schlecht. Und jetzt ist eine ziemlich coole AFK-Farm. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst eine gute Bewertung da. Abonnieren vergessen. Und tschüss.